Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Thema, Jesus oder Jehova oder andersrum, Jehova oder Jesus. Wen sollen wir bezeugen? Schaut, es gibt die Zeugen Jehovas, wie ihr wisst, manche von euch haben sicher schon Kontakt gehabt mit ihnen, die uns sagen wollen, dass wir Gott Jehova nennen sollen. Sie machen sehr viel Druck auf dieses Thema, dass es einen Gott gibt, der Jehova heißt, und den soll man bezeugen, wie schon ihr Name sagt. Also wen sollen wir jetzt bezeugen? Sollen wir Jehova bezeugen oder Jesus? Und schaut, in Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt Jesus, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Also Jesus sagt, wir sollen seine Zeugen sein. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es, es ist in keinem anderen Namen das Heil, als in diesem Namen Jesus. Also, im Prinzip ist hier schon alles gesagt, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Wir bezeugen Jesus Christus. Trotzdem lade ich dich ein, nochmal dran zu bleiben, denn ich kann dir ein paar sehr interessante Dinge zeigen. Und zwar, da gibt es ein paar Punkte, die extrem wichtig sind und die werden dir helfen, vielleicht im Gespräch mit Zeugen Jehovas gute Argumente zu haben. Und vielleicht wirst du, oder mit Sicherheit wirst du ein paar neue Dinge hier lernen. Guck mal, wie kommen denn die Zeugen Jehovas auf die Idee, dass Gott Jehova heißt? Denn Tatsache ist, dass dieses Wort, dieser Name Jehova in der Bibel überhaupt gar nicht steht. In der Bibel steht nur diese vier Buchstaben. Und zwar ist das so, die biblischen Schreiber haben sich nicht getraut, den Namen Gottes auszuschreiben. Also haben sie die Selbstlaute weggelassen und es stehen nur diese vier Buchstaben, man nennt sie Tetragramm. Und jetzt, jetzt kann man natürlich spekulieren, was sind die Selbstlaute dazwischen? Und die Zeugen Jehovas meinten damals, es ist Jehova. Aber es gibt heute einen Haufen Belege und die meisten Christen sind sich einig und Bibelwissenschaftler, dass eher dort ein anderer Name stehen sollte, nämlich Jahwe. Und das schon gleich mal vorneweg. Es ist doch irgendwie verrückt, wenn der Name Gottes gar nicht so 100% sicher ist. Wie kann dann Gott von uns erwarten, dass wir den Namen nennen und bekennen? Passt doch irgendwie nicht. Wenn Gott unbedingt will, dass wir die ganze Welt gehen und dass dieser Name bekannt ist, so wie Zeugen Jehovas das machen, dann müsste uns doch Gott hundertprozentige Sicherheit für den Namen geben. Aber die gibt es nicht. Und selbst die Zeugen Jehovas räumen mittlerweile ein, dass es sehr gut Jahwe sein kann. Also was soll das? Jetzt ist man jahrelang rumgerannt, hat Menschen verrückt gemacht. Jehova, Jehova. Vielleicht ist es doch Jahwe. Leute, ich möchte das ganze Thema einfach mal auf die Seite schieben und dir Folgendes zeigen aus der Bibel. Es spielt nämlich gar keine Rolle, ob es jetzt Jehova oder Jahwe ist. Denn, und jetzt pass auf, und jetzt bin ich im Zentrum von meinem Thema. Die Bibel lehrt uns, dass dieser Gott des Alten Testaments, Jahwe oder Jehova, dass dieser Gott Jesus Christus ist. Und dass der Name Jesus Christus der Name ist, den wir bezeugen sollen. Schau, ich werde dir das zeigen. Zuallererst eine kurze Hintergrundinformation. Der Gott des Alten Testaments ist ein monotheistischer Gott. Gott hat immer wieder gesagt, ich bin einer, außer mir gibt es keinen und so weiter. Das ist ja wichtig. Paulus, der selber Jude war, der Gelehrter war, der wusste ja genau, um was es hier geht. Und schau mal, was er hier im Römerbrief Kapitel 10 schreibt. Es geht hier im großen Kontext um die Frage, wer ist wirklich Israel? Und er wusste ja, das war völlig klar, die Israeliten hatten monotheistischen Glauben und sie haben ja Jesus abgelehnt. Und er versucht ihnen jetzt zu erklären, wer dieser Jesus ist. Und schaut, in Römer 10 sagt Paulus es klipp und klar, dass der Jehova des Alten Testamentes Jesus Christus ist. Ich möchte dir das einmal zeigen. In Römer 10, in Vers 9, da heißt es, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist,
Das ist der Punkt. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist. Und dann sagt Paulus in Vers 13, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also welcher Name ist das? Nochmal, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und so weiter, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also wer ist der Herr? Jesus. Aber das Ganze ist etwas komplexer. Schau mal, dieser Vers 13, der hier steht, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist ein Vers, den Paulus aus dem Alten Testament zitiert. Und zwar steht der so bei Joel 3, Vers 5. Und jetzt Achtung, sehr interessant. Im Alten Testament steht dieser Vers in Hebräisch. Und dort steht, wo Herr steht, dieses Wort. Also Jehova oder Jahwe. Im Alten Testament steht ja tatsächlich, denn jeder, der den Namen von Jahwe oder Jehova anruft, wird gerettet werden. Das steht so da. Was macht Paulus jetzt? Paulus hat ja seinen Römerbrief nicht auf Hebräisch, sondern auf Griechisch geschrieben. Er hat also übersetzt. Aber was macht er? Namen übersetzt man ja eigentlich nicht. Paulus hätte ja sagen können, auf Griechisch, denn jeder, der den Namen des, jetzt setzt er dieses Wort ein. Macht er aber nicht. Sondern da, wo im Alten Testament Jahwe steht oder Jehova, wendet Paulus das Wort Kyrios an. Und Kyrios heißt ganz einfach Herr. Das ist doch völlig interessant, was Paulus hier macht. Also Paulus nimmt den Vers des Alten Testaments, wo steht, dass nur durch Jahwe, Jehova, Rettung möglich ist, wer den Namen von ihm anruft. Er übersetzt das, aber er setzt nicht den Namen ein, sondern statt den Namen setzt er das Wort Herr ein. Und dann sagt er, dass dieser Herr Jesus ist. Ich hoffe, du kannst mir folgen oder du kannst Paulus folgen. Was Paulus also hier macht, Paulus behauptet, dass der Gott, der sich im Alten Testament als Jahwe, Jehova offenbart hat, mit dem Namen, den keiner kennt, dass der Gott Jesus ist. Denn das ist das, was er sagt. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und er sagt klar, dass dieser Herr Jesus ist. Schaut, und das ist doch genau die Argumentation, die Paulus hier im Römerbrief hat. Er möchte den Juden, die Jesus verworfen haben, klar machen, dass Jesus Gott ist. Schau mal, in Römer 9, Vers 5, genau in diesem Kontextzusammenhang, da heißt es, über Christus, der Gott ist über alles gepriesen in Ewigkeit. Das ist das, was Paulus klar macht. Also, kannst du das nochmal anschauen, wenn dir das irgendwie zu schnell ging. Aber Paulus sagt, der Gott des Alten Testaments, Jahwe, Jehova, das ist Jesus Christus. Und wichtig ist jetzt, dass wir das sehen. Deswegen sagt Jesus von sich selber, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Es ist in keinem anderen Namen das Heil, heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 12. In 2. Korinther 5, eine Stelle, die ich immer wieder zitiere, weil die so extrem wichtig ist für so viele Punkte. 2. Korinther 5, da heißt es, in Vers 19, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, sagt Paulus. In Johannes 20, 28, nachdem Jesus auferstanden ist, bekennt es der letzte Zweifler, mein Herr und mein Gott. Und das bekennt Thomas dort auf dem Hintergrund einer monotheistischen Religion. Überleg einmal, ich habe einen Zeugen Jehova gefragt, was er denn damit meint. Dann sagt er, ja, viele sagen doch, ja, Herrgott, Herrgott. Nein, und weißt du was? Ich habe einen Zeugen Jehova gefragt, ich habe ihm das erklärt, diese Zusammenhänge im Römerbrief, und habe ihn gefragt, was Paulus denn da hier meint.
Der war völlig entsetzt und hat in seinem Hauptquartier angerufen, dort wo wir standen auf der Straße, und hat sich von denen erklären lassen, was da los ist. Denn die Zeugen Jehovas, jetzt pass auf, was die machen. Da, wo Paulus sagt, dass in keinem anderen Namen das Heil ist und er erklärt, dass das Jesus ist, da haben die Zeugen Jehovas das umgeschrieben. Dort, wo Paulus hinschreibt, das Wort Kyrios, also Herr, da haben sie einfach Jehova eingefügt in Römer 10, Vers 13. Obwohl der Paulus extra das Wort Kyrios schreibt, Herr, und dann sagt, dass Jesus dieser Herr ist. Und dieser Zeuge Jehovas, nachdem ich ihm das erklärt habe, hat er dort angerufen in der Zentrale und gefragt, was da los ist. Und dann haben die dem tatsächlich gesagt, Paulus habe hier einen Fehler begangen. Und deswegen mussten sie, die Zeugen Jehovas, diesen Fehler korrigieren. Überleg einmal. So gehen die Zeugen Jehovas mit der Bibel um und nicht nur an der Stelle. Ich werde euch das auch gleich zeigen. Der Punkt ist, die Zeugen Jehovas wollen Jesus nicht als den Gott anerkennen. Deswegen müssen sie alles hin und her drehen. Sie halten an diesem Jehova fest und erkennen nicht, wer Jesus Christus wirklich ist. Schaut, und das hat die Ursache in einem Fehler, in einem Missverständnis, der aber auch im Christentum weit verbreitet ist. Guck mal, man fängt einfach an, im Neuen Testament zu versuchen, die Bibel zu verstehen. Du kannst aber genauso anfangen mit Bruchrechnen, um Mathematik zu verstehen. Das geht nicht. Du musst mit dem 1 plus 1 beginnen. Und so ist das auch in der Bibel. Wer im Neuen Testament beginnen will, der liest dann, ja, Gott ist Vater und es gibt den Sohn und es gibt den Heiligen Geist. Und es steht im Alten Testament, nur einer ist Gott, also muss man sich irgendwie entscheiden, wer jetzt von den dreien ist der richtige Gott. Und dann kommen die meisten zu dem Ergebnis, ja, der Vater ist Gott, ja, aber dann kann da Jesus nicht Gott sein und der Heilige Geist. Leute, hier kommen wir so nicht weiter. Wir müssen die Offenbarung der Bibel richtig verstehen. Deswegen habe ich dir das hier kurz aufgezeichnet. Gott ist nicht zuallererst Vater. Vorsicht! Jesus sagt klipp und klar in Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist. Das ist das, was Gott von Ewigkeiten her ist. Und es steht in der Bibel klipp und klar, niemand hat Gott je gesehen. Als Geist können wir Gott nicht sehen. Geist sein, das ist das Anderssein Gottes gegenüber allem Geschaffenen. Niemand hat Gott als Geist je gesehen. Deswegen wählt Gott Offenbarungen. Gott offenbart sich. Das heißt, schon im Paradies hat Gott sich als in Menschgestalt offenbart. Der ging mit Adam und Eva durch den Garten. Dieser Gedanke, dass Gott Menschgestalt annimmt, der ist dem Alten Testament überhaupt nicht fremd. Zum Beispiel Abraham bekommt Besuch von ein paar Engeln und merkt plötzlich, dass einer von ihnen Gott ist, der sich offenbart. Als Geist können wir Gott nicht sehen, aber die Offenbarungen Gottes können wir wahrnehmen. Und jetzt Vorsicht. Gott offenbart sich auf unterschiedlichste Art und Weise. Er offenbart sich zum Beispiel in der Bibel mit 70 Namen. Und jeder dieser Namen hat eine Bedeutung, also nicht nur Jehova oder Jahwe, sondern auch Elohim oder Adonai oder El Shaddai oder El Roi, das heißt Gott sieht. Das heißt, jeder dieser Namen hat eine Bedeutung. Das ist extrem wichtig, so zeigt Gott, wie er wirklich ist, seine gesamte Vielfalt. Und jetzt Achtung, Gott offenbart sich auch als Vater. Aber an einer anderen Stelle offenbart er sich auch als Mutter. Er sagt, wie eine Mutter bin ich zu euch. Und er offenbart sich auch als Sohn. Jetzt aber Achtung, es ist immer der gleiche Gott, der sich offenbart. Es sind nicht unterschiedliche Gottheiten. Die Bibel macht völlig klar, dass es nur einen einzigen Gott gibt,
der sich auf unterschiedlichste Art und Weise offenbart. Gott offenbart sich auch als brennender Busch oder als Wolke oder als Feuersäule oder in einem Fels. Das sind jetzt nicht unterschiedliche Gottheiten, sondern es ist immer der eine Gott, der sich offenbart, damit wir verschiedene Aspekte von ihm verstehen. Und extrem wichtig ist deshalb, dass wir die Bibel aus dieser Perspektive sehen, aus der sie geschrieben ist. Schaut, wenn wir über Jesus nachdenken, wer er ist, dann müssen wir doch die Prophezeiungen im Alten Testament sehen. Schau, 700 Jahre bevor Jesus kam, Jesaja 7, Vers 14, im gleichen Jesaja, wo Gott immer wieder sagt, ich bin einer, außer mir ist keiner, ich habe die Welt aus mir selber geschaffen und sonst mit niemandem, sagt Gott. Und dann heißt es plötzlich hier in Jesaja 7, Vers 14, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, seht, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie Immanuel nennen. Also es geht um Jesus. Ja, aber Immanuel. Ja, es geht um Bedeutung. Und Namen haben Bedeutung. Immanuel heißt Gott mit uns. Das ist wichtig. So müssen wir verstehen. Dieser Sohn bedeutet Gott mit uns. Schaut mal in Jesaja 9. Steht etwas mehr über diesen Sohn, ab Vers 5, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderbar, Rat, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Bleib mal hier stehen, mach dir das bewusst, der Sohn heißt starker Gott und ewig Vater. Ich sag's doch mal, der Sohn heißt ewig Vater. Überleg mal, der Sohn heißt ewig Vater. Der Sohn und der Vater, das sind nicht zwei verschiedene Personen, sondern es ist ein und derselbe. Vater und Sohn sind ein und derselbe Gott, der sich offenbart. Da, wo Gott sich als Vater offenbart und als Sohn offenbart, haben wir eine Doppeloffenbarung Gottes. Wenn wir die Offenbarung als Mutter auch noch mit reinnehmen, haben wir eine Dreifach-Offenbarung. Also Gott offenbart sich auf unterschiedlichste Arten und Weisen, um uns Dinge zu zeigen, wie wir als Kind Gottes in Harmonie mit Gott leben können und so weiter. Aber wir dürfen es nicht so verstehen, dass das verschiedene Gottheiten sind, sondern es ist immer der eine Gott. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Es heißt nicht, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit dem Vater. Nein, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Schaut, so müssen wir die Bibel sehen, auch schon Johannes, die ersten Verse. Guckt mal, das ist doch so einfach. Johannes, erstes Kapitel, am Anfang war das Wort. Das heißt, Johannes spricht über die Offenbarung. Nehmen wir dieses W als Wort. Wort, das ist eine Art, wie Gott sich offenbart. Durch das Wort. Und dann sagt er, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Siehst du, dass die Offenbarung nicht einfach nur eine Offenbarung ist, sondern die Offenbarung ist Gott. Jesus als Offenbarung von Gott ist Gott. Wenn Gott sich als Vater offenbart, dann ist er Gott. Wenn Gott sich in Menschgestalt offenbart, dann ist er Gott. Die Offenbarung ist nie weniger als Gott, wenn sie von Gott ist. Schau, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann sagt er in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch, das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Also, wer wurde jetzt Mensch? Die Offenbarung wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Das ist das, was hier geschrieben steht, schon in den ersten Versen. Und dann erklärt Johannes das, wer Jesus wirklich ist. Davon handelt das gesamte Johannesevangelium. Bis sogar der letzte Zweifel ist am Schluss bekennt, mein Herr und mein Gott. Dazwischen hat Jesus diese krassen Sätze gesagt, ich und der Vater sind eins.
um auf diese Jesaja 9 Stelle hinzuweisen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Verstehst du? Das ist das, was die Zeugen Jehovas nicht verstehen. Die Zeugen Jehovas, die sehen Gott als Vater hier. Gott ist Vater. Das ist das Zentrum. Und dann ist Jesus eben kein Gott und der Heilige Geist ist nur eine Kraft. Aber pass auf, hier gehen auch viele Christen in die Irre. Denn der Heilige Geist ist nicht eine dritte Person der Dreieinigkeit, sondern die erste. Gott ist Geist. Verstehst du? Ich sage das immer mit dem Schmunzeln. Gott ist heilig und Gott ist Geist. Also wer oder was ist der Heilige Geist? Gott ist Geist. Der Heilige Geist ist die erste Person der Gottheit. Aber als Geist können wir nicht wahrnehmen. Also offenbart Gott sich auf verschiedenste Art und Weise. Als Vater, als Sohn, durch das Wort und so weiter. Aber Gott ist Geist. Schaut, die Zeugen Jehovas sagen, aufgrund der Apostelstelle 1, ich habe das vorhin schon zitiert, Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und werdet Zeugen sein. Dann sagen die Zeugen Jehovas, ja, der Heilige Geist ist nur eine Kraft. Aber Vorsicht, das steht da hier nicht. Hier steht, wir werden Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommen wird. Du könntest genauso sagen, wenn der Postbote kommt, bekommst du ein Paket. Also ist die Logik davon, der Postbote ist ein Paket. Ist doch Blödsinn. Das sind nur zwei verschiedene Sachen. Das Paket ist etwas Unpersönliches, der Postbote ist etwas Persönliches. Und so ist das mit dem Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist kommen wird, dann werden wir Kraft empfangen. Das heißt aber nicht, dass der Heilige Geist eine Kraft ist. Sondern Jesus sagt, Gott ist Geist. Und wichtig ist, dass wir das sehen. Jesus gebraucht immer, wenn er vom Heiligen Geist spricht, Personenworte. Der Tröster, der Helfer, der Advokat, der Lehrer. Paulus sagt in 2. Korinther 3, dass der Geist der Herr ist. Schaut ab Vers 17, denn der Herr ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ist das nicht krass? Paulus nennt den Heiligen Geist Herr. Aber auch hier wiederum, die Zeugen Jehovas haben das verdreht. Dort steht, denn Jehova ist der Herr. Obwohl doch von Jehova überhaupt gar keine Rede ist. Das Tetragramm taucht da überhaupt nicht auf. Dort steht immer nur das Wort Kyrios, das heißt Herr. Und das ist völlig deutlich, dass Paulus hier sagt, der Geist ist der Herr. Und soll Jehova sagen? Nein, Jehova, Jehova. Aber das stimmt nicht. Das ist eine Verfälschung der Bibel. Und guck mal, zum Ende vom Korintherbrief 2, also 2. Korintherbrief, da sagt Paulus in Vers 13, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Hier steht das Wort Koinonia. Jeder Theologe weiß, Koinonia heißt Gemeinschaft. Du kannst aber nur Gemeinschaft haben mit ebenbürtigen Personen. Ich kann zwar auf dem Stuhl sitzen, aber ich kann keine Gemeinschaft mit dem Stuhl haben. Ich kann nur Gemeinschaft haben mit einem anderen Menschen, der eine Persönlichkeit hat. Oder mit Gott. Und hier heißt es die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Aber das übersetzen die Zeugen Jehovas so nicht. Das dürfen sie so nicht. Das können sie nicht stehen lassen. Sie würden ja genau wissen, das bringt nur Fragen auf bei ihren Nachfolgern. Deswegen übersetzen sie hier, wir sollen Anteil bekommen am Heiligen Geist. Das steht aber nicht. Da steht nicht das Wort Anteil bekommen, sondern das Wort Gemeinschaft. Das sind ein paar Beispiele, um dir zu zeigen, wie die Zeugen Jehovas die Bibel verfälschen, um ihre Ideologie aufrechtzuerhalten, dass Jesus nicht der wahre Gott ist. Deswegen Vorsicht hier. Wir haben genügend Gründe, um aus der Bibel zu verstehen, dass Jesus der wahre Gott ist und dass nur in seinem Namen das Heil ist. Und ich möchte noch einmal die Stelle lesen aus
2. Korinther 5, Vers 19 oder schon ab 18, aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus. Also siehst du, Gott, der sich selbst mit uns versöhnt hat durch Jesus Christus, durch den Sohn. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und rechnete ihnen ihre Übertretung nicht an und hat unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet. So sind wir nun Botschafter an Christi statt. Denn Gott ermahnt durch uns. Und dann heißt es hier, deswegen bitten wir an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Schaut, das ist extrem wichtig, dass wir diesen Punkt verstehen. Wer ist Jesus Christus? Wer ist der Heilige Geist? Wer ist der Vater? Es sind nicht drei verschiedene Götter, wie manche auch im Christentum fälschlicherweise meinen, sondern es sind die drei Hauptoffenbarungen Gottes, die wir brauchen, um das Erlösungswerk zu verstehen. Deswegen kann man von mir aus ruhig von der Dreieinigkeit reden. Das sind diese drei wichtigsten Offenbarungen, um das Erlösungswerk Gottes zu verstehen. Wir müssen Gott als Vater verstehen, weil in diese Beziehung sollen wir zurückkommen. Wir müssen Gott in Jesus verstehen, der das Werk am Kreuz für uns vollbracht hat und der uns Zeit seines Lebens zeigt, wie kann ich als Mensch in Harmonie mit Gott leben. Wie sieht das denn aus, wenn ich zum Glauben an Jesus Christus komme? Und ich brauche diese beiden, um mein Leben im Geist zu verstehen. Schaut, Jesus hat ja gesagt, wer mein Wort hält oder wer mein Wort liebt sogar, ja, den wird mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung in ihm nehmen. Das heißt, wie kommt denn der Vater und der Sohn in uns? Wie? Ja, durch den Geist. Ja, und wenn der Geist kommt, dann passiert ja das, was im Alten Testament vorhergesagt ist, dass Gott unter uns wohnen will. Schaut, so heißt es ja hier in 2. Korinther 6, also im nächsten Kapitel. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, dann will ich euch annehmen und euer Vater sein. Und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen leben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ja, wie macht Gott das? Ja, durch den Geist. Das heißt, wenn Gottes Geist da ist, dann ist Gottes Gegenwart da. Das müssen wir verstehen und nicht einfach nur eine Kraft. Wir leben in Harmonie mit Gott. Deswegen nennt die Bibel auch diesen Heiligen Geist Geist Christi. Es ist der gleiche Geist wie der Geist Gottes. Also, vielleicht schaust du dir das nochmal an. Da war jetzt viel Information, aber ich denke, es ist extrem wichtig. Wir sind Zeugen Jesu Christi. In dem Namen Jesu ist das Heil. Ich sage es nochmal, der Name Jehova, der Name Jahwe ist in der Bibel nicht ausgeschrieben. Aber es ist völlig klar, wer Jesus Christus wirklich ist und in welchem Namen wir gerettet werden, Leute. Also lasst euch nicht verwirren und teilt dieses Video weiter, damit wieder begriffen wird, wer Jesus ist. Unser Herr und Gott. Gottes Frieden.